Wenn du wissen willst, warum der Ender 3 schon wieder neben mir steht, dann bleib dran. Schön, sie wohl, ihr lieben Makerlein. Ich bin die Maggie von Makorama.de und heute kriegt der Ender 3 Pro noch mal ein bisschen mehr Liebe. Ist ja nicht so, als wenn er schon genug Liebe bekommen hätte, aber er braucht noch ein bisschen, glaube ich. Ja? Er hat jetzt schon mal das SKR E3 Mini eingebaut. Das habe ich damals im Livestream, als ich den Drucker bekommen habe, direkt eingebaut. Und dann haben wir letztens das BLV-Upgrade draufgepackt. Das heißt also, hier diese schicken blauen Teile da montiert, die Linearschienen, das ist mit das Wichtigste gewesen. Und jetzt sind ein paar andere Sachen dran. Zum Beispiel der Lüfter, der tierisch laut ist. Das wissen die Leute, die einen Ender 3 oder einen Ender 3 Pro haben oder auch den V2. Die wissen, dass das Ding einen Orkan erzeugt, was einen Riesenkrach macht. Ja? Da ist nicht nur im Hotend einer, sondern auch hier unten im Mainboard ist ein Lüfter verbaut, die tierisch viel Krach machen. Im Netzteil, den lassen wir heute mal außer Acht. Ich weiß, der kann auch tierisch nerven, aber der ist nur punktuell da. Und das Hotend wollen wir uns natürlich auch noch vorknüpfen. Und damit ich nicht die ganze Zeit da mit einem Stück Papier das Ganze manuell leveln muss, kriegt das Ding auch noch einen BL-Touch. Und bevor ich jetzt noch lange rumquatsche, fangen wir an. Da ist er endlich fertig. Ich bin happy, dass er endlich fertig ist und dass ich endlich wieder mit dem Ding drucken kann. Hat jetzt lange genug gedauert. Es hat ein bisschen länger gedauert, als ich gedacht hatte, das letzte Upgrade drauf zu packen. Warum? Weil diese Person es geschafft hat, einen Konverter zu fetzen. Ja, habe ich geschafft. Ich habe irgendwie Kabelpaar vertauscht und nicht drauf geachtet beim Krimpen von den Steckern hier vorne. Ne? Also, und, ja, schon was passiert. Kann vorkommen, ja. Ich habe nicht drauf geachtet, das ist mein Fehler. Kann passieren. Was habe ich denn jetzt gemacht? Naja, ganz einfach. Ich habe hier vorne und da unten einen Noctua-Lüfter eingebaut, damit er noch mal leiser ist. Damals im Livestream, als ich den Drucker bekommen habe, hier oben packe ich euch den Link hin, da habe ich ja schon entsprechend das SKR E3 Mini eingebaut mit den TMC-Treibern. Das hat das Ganze schon mal sehr stark reduziert vom Geräuschpegel her. Also wirklich das Quietschen von den Treibern ist wirklich flüsterleise geworden. Das war schon mal geil, aber der Lüfter hier vorne und unten im Gehäuse hat mich echt in den Wahnsinn getrieben.
Ja, es gibt immer noch hier den Lüfter am Netzteil. Der ist natürlich noch da und der kommt auch ab und zu mal noch mit so einem Orkan daher, wo er dann noch mal ein bisschen Krach macht. Das halte ich erstmal noch für vertretbar, bis es mir irgendwann so auf den Nerven geht, dass ich sage, okay, ich tausche das Netzteil vielleicht aus oder ich tausche den Lüfter aus. Ob ich mich an den Lüfter rantraue, weiß ich momentan noch nicht, was ist nochmal eine etwas andere Liga, als jetzt da so einen Lüfter auszutauschen. Finde ich mal. Jetzt sind das aber 12 Volt Lüfter von Noctua. Ja? Also jeder, der so ein bisschen die Linie von Noctua kennt, weiß, okay, die 40-40-10, die kriegst du nicht in 24 Volt, sondern die kriegst du maximal in 12. Was habe ich gemacht? Ich habe Konverter eingebaut, also 24 zu 12 Volt Konverter. Und da war auch gleich der erste Punkt, wo ich was kaputt gemacht habe, wo ich was neu besorgen musste. Ich habe nämlich entsprechend den Konverter hier gefetzt und habe natürlich dann zwei müssen verbauen, für den hier unten und für den hier oben jeweils einen, damit die entsprechend korrekt ihren Strom bekommen und auch korrekt angesteuert werden. Klar, ich hätte hingehen können und können sagen, okay, ich gebe einfach beide Lüfter an einen Konverter ran. Das hätte ich mal können probieren, ob das klappt. Ich weiß nicht ganz genau, ob das geklappt hätte, aber dann hätte ich die nicht unterschiedlich steuern können. Das wäre natürlich auch blöd gewesen. So kann ich später in der Firmware nochmal einrichten, dass ich halt den hier vorne nur hochfahren lasse, wenn er wirklich druckt, und den hier unten wirklich, wenn er es braucht. Ja, also wenn bestimmte Temperaturen erreicht sind. Das kommt nochmal in einem der nächsten Videos. Ich habe jetzt hier erstmal in der Konfiguration nur den BL Touch eingerichtet. Ich zeige euch das nicht großartig, den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da gibt es ein sehr gutes Tutorial, wo die Schritt für Schritt erklären, mit welchen Parametern ihr einrichten müsst, damit der BL Touch funktioniert. Das ist, glaube ich, die einfachere Variante. Da könnt ihr euch auch die einzelnen Parameter rauspicken. Hat für mich sehr gut funktioniert und das zeige ich euch auch gleich. Das ist auch gleich der nächste Punkt. Ich habe einen BL Touch verbaut. Der funktioniert muy bueno. Ich habe jetzt noch nicht, weil ich hier noch eine Platte drauf habe, die nicht drauf gehört. Ich habe hier noch eine kleine Platte drauf. Ich habe in dem alten Studio bzw. in der alten Wohnung noch eine größere Platte liegen. Die muss ich nochmal holen gehen. Und dann werde ich hingehen und werde das Set-Offset nochmal in der Firmware einrichten, damit der richtig funktioniert. Das sollte dann endlich abgehakt sein, das Thema. Und dann habe ich noch das Hotend ausgetauscht. Das heißt, den Oschi hier habe ich raus. Aus gutem Grund, wie ich finde. Da gibt es mehrere Gründe für. Den ersten und wichtigen Grund, finde ich, den habe ich hier. Und wer jetzt nicht weiß, was das ist, ich mache es mal auf. Mal zum Vergleich. Das ist eine alte Nozzle von diesem Drucker hier, vom Ender 3. Eine Creality Nozzle, wie sie auch auf dem CR10 und auf dem Ender 4, 5 und sonst was verbaut wird. Und jetzt habe ich hier eine Ruby Nozzle von Fetus. Ja, und wenn man die jetzt mal gegeneinander hält, die zwei Nozzeln, dann sieht man, bleib scharf, so, dann sieht man, das Gewinde von der Ruby Nozzle ist wesentlich kleiner als das von der, oder wesentlich länger als das von der normalen Creality Nozzle. Das ist nicht schlimm. In der Höhe hier sind die beiden gleich. Der Kopf von der Ruby Nozzle oder von der Fetus Nozzle ist natürlich ein bisschen flacher. Dafür ist das Gewinde länger. Im Prinzip sind die gleich. Man könnte sie austauschen. Ich zeige euch das mal. Man könnte sie austauschen. Ja, man kann die wirklich plan beischrauben. Also nicht so plan, wie man es gewohnt ist beim Hotend. Aber man kann sie innerlich plan beischrauben. Und dann sieht das Ganze so aus. Und allein das ist schon mal ein Grund, wo ich sage, nee, wärmetechnisch möchte ich das nicht haben. Macht keinen Sinn. Und sieht auch noch scheiße aus. Der zweite Grund ist, wenn man das Hotend austauscht, kann man natürlich jetzt, das ist kein Full Metal Hotend, oder vielleicht doch, ich weiß nicht genau, ich habe es noch nicht auseinandergenommen, aber man kann dieses Hotend natürlich mit einer höheren Temperatur anfahren. Das heißt also, ich kann hingehen und kann sagen, ich kann bis 300, bis 400 Grad, glaube ich, war es irgendwas in der Richtung, ich blende euch einen Wert hier oben ein, kann ich dieses Hotend wirklich betreiben. Das mache ich momentan noch nicht, das habe ich in der Firmware bei mir noch nicht eingerichtet. Das werde ich aber noch, weil ich sage, okay, dann kann ich auch mal ein paar fancy Materialien drucken. Wenn jetzt zum Beispiel mal der Prusa belegt ist und der Prusa so als mein ABS-Drucker momentan mit dem Voron halt, wenn die beiden belegt sind, der Voron läuft noch nicht ganz, den muss ich nochmal reparieren, nach dem Umzug ist da ein bisschen was kaputt gegangen. Aber wenn der Prusa, der druckt jetzt schon in letzter Zeit ziemlich viele ABS-Teile wieder, dass ich sage, okay, der ist gerade belegt, ich möchte aber das eine Filament, was reingekommen ist, mal testen entsprechend, und das braucht halt mehr als 260 Grad, dann habe ich den jetzt hier. Und das ist mir wichtig. Oder wenn es ein Holzfilament ist oder ein Carbonfilament ist, dann habe ich hier einen Drucker, wo ich eine Ruby-Nozzle draufpacken kann und was drucken kann. Und das war mir wichtig, dass ich dann auch den Drucker nicht leveln muss. Ja, dass er sich selbst levelt. Und was mir dann auch wichtig ist, dass ich halt entsprechend
später eine Kamera habe, mit dem ich das kontrollieren kann. Hier habe ich das Gehäuse. Den Link dazu findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung, auch zum Gehäuse von der Kamera. Die habe ich selbst designt, das Gehäuse. Das kriegt ihr bei uns auf makeorama.de oder unsere Patreonen. Die finden das natürlich auch in ihrer Patreon-Subscription-Seite. Genau, so. Jetzt muss ich ein bisschen dran denken. Komme ich gleich nochmal zu. Und da wird natürlich auch nochmal ein Raspberry Pi mit einem Clipper dran geschaltet werden. Das heißt also, wir haben dann später Mainsail drauf, momentan ist Normalien drauf. Deswegen habe ich ihn jetzt noch nicht so komplett fertig eingerichtet, wie ich es wollte, weil ich weiß, okay, da kommt nochmal Mainsail drauf. Nicht Marlin, Mainsail. Sorry. Ja, Mainsail mit Clipper. Und dann kann ich das Ganze per Remote bedienen, genau wie den Brucer oder wie den Voron entsprechend. Und dann hat er auch seinen angestammten Platz und ich brauche nicht mehr aufstehen, außer um die Druckteile runterzuholen. Das heißt also, nie mehr eine SD-Karte reinschicken und jedes Mal eine gewischt bekommen, wenn man irgendwie einen Drucker fährt. Das ist natürlich nervig und kann natürlich auch die SD-Karte auf lange Sicht kaputt machen. Ja, ich zeige euch das Ganze mal. Er ist nämlich wirklich, wirklich richtig, richtig leise geworden. Ich habe auf YouTube schon ein kleines Kurzvideo gepostet. Der ist echt verdammt leise. So, dann gucken wir mal. Ist Marlin gestartet? Nein, noch nicht. Ja, das ist noch ein bisschen laut hier mit dem Display. Das muss ich mal gucken. Vielleicht werde ich ihn auch, wenn ich Clipper drauf habe, entsprechend headless betreiben, dass ich gar kein Display mehr brauche, weil wozu? Und dann holen wir uns das Ganze mal. Das ist echt scheiß leise. Der ist an. Der fährt gerade. Und das ist im Vergleich zu dem Orkan, den er vorher rausgeblasen hat, schon deutlich besser geworden. Ich meine, diese Lüfter haben, glaube ich, 17 Dezibel, die sie raushauen, also 2x 17 Dezibel und vorher waren es irgendwas um die 30, 40 Dezibel, wenn nicht sogar noch mehr. Und selbst die Lüfter, ich hatte anfangs probiert und ein bisschen rumexperimentiert mit den Lüftern vom Voron, die dort verbaut sind, also die GD Stein oder wie sie heißen. Und selbst die waren noch sehr laut. Da bin ich mir auch im Überlegen, ob ich die am Voron nicht austauschen soll gegen einen Noctua-Lüfter, der dann wirklich auch flüsterleise ist, damit der Drucker noch leiser wird. Aber ich muss sagen, ich bin begeistert. Also, dass es wirklich so einen Unterschied macht und so einen, wirklich so viel Komfort bringt, auch von der Lautstärke her. Vorher habe ich am Schreibtisch immer gesessen und habe wirklich fast einen Hörsturz bekommen, wenn das Ding an war. Und jetzt nichts mehr, man hört ihn kaum noch. Ja? Man ist vorher hier die Treppe hochgekommen und hat schon, ah, okay, der Drucker ist noch an, ja, den muss ich noch ausmachen gehen, okay. Ist nicht mehr, jetzt muss man wirklich gucken gehen, ist das Ding überhaupt noch an. Das gefällt mir richtig, richtig gut und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem doch bitte einen Daumen nach oben. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert doch bitte den Kanal und folgt uns bitte auf Instagram. Dort poste ich mittlerweile wieder endlich Behind-the-Scenes-Fotos von 3D-Drucken. Hier habe ich noch eine Box stehen, wo ich am Elegoo Mars entsprechend die ersten Druckergebnisse mal fotografiert habe, die UV-Resin-Box. Ich habe auch hier von dem Umbau entsprechend immer wieder Bilder gepostet. Und wer noch mehr Content möchte, kann gerne auf Patreon uns abonnieren. Dort findet ihr verschiedene Stufen an Abos, die ihr abonnieren könnt. Da gibt es dann zum Beispiel mal Sticker, es gibt 3D-Druckdateien und es gibt zusätzlichen Content, den ich noch hochlade. Heute gerade habe ich erst die Ergebnisse vom Elegoo Mars Umbau hochgeladen und da wird natürlich auch demnächst nochmal das neue Resin entsprechend dann gepostet werden. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen, bis dahin, happy printing!